Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt. Das ist ja eigentlich kein Gedicht, es ist auch keine Erzählung, es ist ein Theaterstück. Trotzdem wollten wir in Selmas Poesiealbum auch dieses Stück integrieren, denn mit diesem Stück kann man sehr gut über die Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs sprechen. Das ist richtig. Und aus dem Grund wollten wir jetzt einfach ein bisschen das Stück präsentieren, ohne zu viel ins Detail zu gehen. Das Video soll ja auch nicht zu lang werden, aber ein bisschen auch die historischen Hintergründe beleuchten, die Wolfgang Borchardt da gemeint hat und die wir vielleicht heute aus unserer heutigen distanzierten Sicht nicht mehr immer ganz mitbedenken können. Ich habe ein paar Notizen zur Handlung und möchte ganz kurz das präsentieren. Also Draußen vor der Tür ist ein typisches Stationendrama. Es ist sehr expressionistisch in der Hinsicht. Es geht um eine Hauptfigur, Beckmann. Mhm. Und er kommt aus dreijähriger Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurück. Der ursprüngliche Titel des Stückes war deswegen auch nicht Draußen vor der Tür, sondern der Titel war Ein Mann kommt nach Deutschland. Und jetzt gleich die erste Frage. Was ist das für ein Deutschland, in das er nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt? Wie schaut es da aus? Es ist ein zerstörtes Deutschland. Es ist ein Land mit 2,25 Millionen kaputten Wohnungen und nochmal 2,5 beschädigten Wohnungen. Das heißt, sehr viele Menschen haben einfach auch keinen Wohnraum. Die sind buchstäblich auf der Straße. Alles ist zerstört. Ja, aber es ist auch ein Deutschland, das geteilt ist. Also aufgeteilt in verschiedene Besatzungszonen zunächst und später dann überhaupt ein geteiltes Land. Vielleicht erzählst du auch dazu noch ein bisschen was. Richtig, es ist ein Land, das keine eigene souveräne Regierung mehr hat in dieser Zeit. Das heißt, die Alliierten des Zweiten Weltkriegs, die USA, die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, haben Deutschland besiegt und besetzt und in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Und das Land wird vom Alliierten Kontrollrat regiert, der in der Zeit, in der Borchardt noch lebt, kooperieren alle vier ehemaligen Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Später gibt es dann diesen Bruch ab 1947 zwischen den Westalliierten, USA, Großbritannien, Frankreich und eben UdSSR. Und daraus entstehen dann 1949 zwei deutsche Staaten, eben im Westen die Bundesrepublik Deutschland und im Osten die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Ja, es ist also ein zerstörtes Land, ein besetztes Land, aber auch ein Land voller Flüchtlinge und voller Kriegszurückkehrer, die keine Heimat mehr finden. Und das ist eigentlich das Thema in diesem Theaterstück. Also es ist ein Stationentheater, wie ich schon gesagt habe. Und was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt eine Hauptfigur, diesen Beckmann, und er erlebt verschiedenste Stationen. Und jede Station ist ein Spiegel der damaligen Zeit und jede Station treibt ihn tiefer in die Verzweiflung. Und wir möchten uns diese Stationen jetzt ein bisschen genauer anschauen und ein bisschen die historischen Hintergründe dazu auch erläutern. Ganz am Anfang treten allegorische Figuren auf, das heißt, es kommen Figuren vor, die zwar als alter Mann bzw. als Straßenkehrer dargestellt werden, aber hinter ihnen verbergen sich allegorische Figuren. Das sind Gott und der Tod, die sich unterhalten. Und in der nächsten Szene kommt noch eine weitere allegorische Figur dazu, nämlich die Elbe, also der Fluss, der hier spricht. Also wir sehen, dieses Stück spielt mit den Realitätsebenen. Das alles hat natürlich mit der Psyche von Beckmann zu tun, mit seinem Zustand. Denn letzten Endes weiß man nicht, ob alles, was er hier erlebt, alles, was hier gezeigt wird, ob das tatsächlich geschieht oder ob es nur in seinem Kopf stattfindet. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage, die nicht geklärt und nicht gelöst wird. Eine weitere allegorische Figur in dem Stück ist der andere, der Ja-Sager. Borchardt hat ja mal gesagt, wir sind eine Generation von Nein-Sagern. Wir sagen Nein, damit wir ein neues Leben aufbauen können. Wir sagen Nein zu diesem alten Leben. Und der Ja-Sager, der andere, das ist der, der immer noch hofft, der immer noch leben will, der immer noch glaubt, dass es etwas geben kann, während der Nihilist Beckmann eigentlich an nichts mehr glaubt. Und da sind wir schon mittendrin. Das Stück beginnt damit, dass Beckmann in der Elbe schwimmt, in der Elbe treibt. Er möchte nicht mehr leben, er hat den Lebensmut verloren, aber die Elbe will ihn nicht behalten. Sie spuckt ihn wieder aus, sie sagt,
so nicht, du bist zu jung, du hast noch zu wenig erlebt, komm später, wenn wirklich alles vorbei ist. Und dann geht das Stück eigentlich erst los, nachdem diese allegorischen Figuren aufgetreten sind, und dann tauchen wir ein in diese Szenerie. Und da sind wir jetzt gleich am Anfang, und er trifft auf den anderen, redet mit dem anderen und erzählt dem anderen, warum er nicht mehr leben möchte. Und zwar ist er heimgekommen nach 3 Jahren Kriegsgefangenschaft und findet seine Frau vor, die ihn nicht mehr beim Namen nennt, sondern nur noch beim Nachnamen. Sie sagt zu ihm Beckmann. Und das ist eigentlich schon die Entfremdung, da ist alles drin. Wir kennen einander nicht mehr. Und sie hat einen neuen Partner. Und das gemeinsame Kind, das sie mit Beckmann hatte, das ist unter den Trümmern liegen geblieben. Und Beckmann selbst hat dieses Kind nie kennengelernt. Und das ist jetzt auch eine realistische Situation gewesen damals, dass die Männer nach Hause kommen und die Frauen ein anderes Leben mittlerweile führen. Ja, das ist auch sehr verständlich. Man muss ja sehen, dass die Kriegsgefangenschaft teilweise mehrere Jahre gedauert hat. Die letzten deutschen Kriegsgefangenen sind in den 1950er Jahren nach Hause gekehrt. Und da war nicht, also für die Frauen war die Situation sehr, sehr schwierig, ökonomisch, aber natürlich auch in Bezug jetzt auf die Frage, was ist überhaupt mit meinem Mann? Viele wussten gar nicht, ob der noch gelebt hat. Und irgendwann taucht da ein Mann auf, der ja inzwischen viele Jahre älter ist, weil man bedenkt, dass viele Soldaten vielleicht mit knapp 20 oder anfangs 20 in diesen Krieg gezogen sind. Und dann kommen die zurück und sind vielleicht 5, 6, 7 Jahre in Kriegsgefangenschaft gewesen. Es sind auch komplett andere Menschen, die da zurückkehren. Und das ist dann eine ganz spezielle Situation, auch für die Frauen mit dem umzugehen. Nach dem Dialog mit dem anderen kommt ein Mädchen mit einem kleinen Licht, einer kleinen Laterne, und sie findet den nassen Beckmann, der gerade von der Elbe ausgespuckt wurde, und sie nimmt ihn mit nach Hause. Und sie ist eben genauso eine Frau, die lange auf ihren Mann, auf ihren Partner gewartet hat, aber jetzt nimmt sie eben Beckmann mit, und Beckmann schöpft schon Hoffnung, dass er vielleicht mit ihr ein neues Leben anfangen könnte, aber dann hört er die Krücken eines einbeinigen Mannes, die sich nähern. Und das ist eben dann die Frage, hört er die wirklich, kommt er wirklich? Ist es nur in seinem Kopf? Denn er sieht sich jetzt auf der anderen Seite dieser Szene, die er mit seiner Frau erlebt hat. Also zuerst war er der Heimkehrer und die Frau hat schon einen Mann, und jetzt ist er der Mann, der sozusagen die Frau weggeschnappt hat, während der Einbeinige zurückkehrt. Und von dieser Situation flieht er dann. Und ob das wirklich stattfindet oder nicht, das bleibt ein bisschen offen. In der nächsten Station geht es dann um das Thema der Verantwortung. Beckmann hat als Soldat eine Verantwortung gehabt für 20 Leute, die unter ihm waren, und davon sind 11 gestorben. Und er fühlt diese 11 Toten auf sich lasten. Er spürt diese Schuld, er kann nicht schlafen deswegen, es macht ihn ganz wahnsinnig. Und der andere kommt und sagt, ja, gib doch diese Verantwortung weiter. In diesem hierarchischen System war ja immer einer nochmal drüber, auf den man dann die Schuld wälzen konnte. Das ist ja nicht so ungewöhnlich, dass man die Schuld immer weiter verlagert hat, bis sie nicht mehr da war, bis sie verschwunden ist. Und das ist eben genau, was ihm passiert. Er geht zu seinem Oberst und der sitzt daheim bei seiner Familie beim schönen Abendessen. Der führt ein schönes bürgerliches Leben. Der hat offensichtlich all diese Probleme nicht. Also seine Familie ist intakt, seine Kinder sind da, Schwiegersohn ist da. Die haben sich schön gemacht, ihr Haus ist nicht zerstört. Die scheinen völlig ungeschoren aus dieser ganzen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges rausgekommen zu sein. Und jetzt steht da plötzlich dieser Beckmann und sagt, so Herr Oberst, nehmen Sie bitte zu den vielen, vielen Toten, für die Sie verantwortlich sind, auch noch meine 11 dazu. Das sind ja dann im Vergleich nicht mehr so viele, und Sie können ja offensichtlich schlafen in der Nacht. Aber wie können Sie eigentlich schlafen in der Nacht, Herr Oberst? Und das ist hier die Frage, ja, wie kann der schlafen, dieser Oberst? Das ist eine schwierige Frage. Also wir wissen einfach aus den Forschungen, dass viele Menschen sich grundsätzlich nicht verantwortlich gefühlt haben. Die haben das versucht abzulegen, indem sie sich darauf hinausgeredet haben, ja, ich musste ja, es gab einen Befehl, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich wegen Befehlsverweigerung auch dran gekommen. Nur wir wissen inzwischen aus der historischen Forschung, dass das nicht stimmt. Es gab sogar die Möglichkeit, ausdrücklich bei Erschießungskommandos sich an dem Tag vom Dienst befreien zu lassen. Das heißt, die Leute, die getötet haben, die haben das gemacht, weil sie
nichts dabei fanden. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie danach mit dieser Verantwortung anders als Beckmann eben umgehen können. In einer sehr kühlen, zynischen Art und Weise. Mhm. Ja, und der Oberst lacht dann Beckmann aus und sagt zu ihm, er soll doch mal was ordentliches essen, er soll mal wieder zum Leben zurückkehren. Und er ist ein lustiger Kerl, so mit seiner Verantwortung und diesem schlechten Gewissen und wie er da auftritt. Und er sagt ihm, ja, mehr oder weniger, du bist ja ein Clown, geh doch mal lieber ins Theater und stell dich dorthin, dann können die Leute über dich lachen, du Komiker. Also der Zynismus, mit dem der Oberst ihm begegnet, der ist schon bemerkenswert. Aber Beckmann versucht dann, diesen Rat irgendwie aufzunehmen und geht dann tatsächlich zu einem Direktor eines Kabaretts und stellt sich dort vor und sagt, ich möchte gerne meine Kunst an den Mann bringen. Und da geht es ihm aber dann auch nicht wahnsinnig gut. Er trägt einen Kriegsschlager vor, tapfere kleine Soldatenfrau. Ich kenne das Lied noch ganz genau. Also diese klassischen Soldatenlieder, mit denen man die Soldaten versucht hat, ein bisschen aufzupeitschen und zu ermuntern, damit sie da mit ein bisschen Moral sozusagen in diesen Kampf gezogen sind. Es gab viele Möglichkeiten, die Moral der Truppen zu stärken. Kannst du uns da vielleicht auch noch was dazu erzählen? Ja, also die eine Möglichkeit eben, Soldatenlieder, Zusammengehörigkeitsgefühl, das kannten die vor allem jungen Soldaten natürlich aus der Hitlerjugend, aus diesen Lagerfeuerabenden mit Liedern. Aber ganz konkret hat man dann auch noch zu anderen Mitteln gegriffen, wenn es sonst nicht ging, nämlich Pervitin zum Beispiel, also eine Droge. Sogenannte Wehrmachtsschokolade, die hat man den jungen Männern, wenn sie Angst hatten, wirklich wie Bonbons ausgeteilt. Mhm. Und wer sich jetzt fragt, was dieses Pervitin ist, heute würde man das als Crystal Meth vielleicht bezeichnen, also Methamphetamine, die aufputschend wirken, die einem die Angst nehmen, die einem das Gefühl geben, unbesiegbar zu sein. Und damit hat man diese jungen Männer in den Tod geschickt. Was es auch gegeben hat, es gab diese sogenannte Truppenbetreuung. Wolfgang Borchardt war selbst in dieser Truppenbetreuung kurz tätig, sehr kurz, denn man hat ihm dann vorgeworfen, das nicht ordnungsgemäß zu machen. Und die Idee der Truppenbetreuung war eben, die Soldaten zu zwischen den Schlachten aufzumuntern, mit lustigen Einlagen, mit Liedern, mit Gedichten, einfach, dass sie so ein bisschen moralisch gestärkt sind in dieser Zeit. Das war eben auch eine Möglichkeit. Und jetzt wird also diese Episode der Truppenbetreuung da mit diesem Kriegsschlager, mit der tapferen kleinen Soldatenfrau wieder aufgegriffen, nur dass Beckmann eine neue Version daraus macht. Und diese Version ist natürlich sehr bitter, sehr erschreckend, auch sehr hart. Und das gefällt dem Direktor nicht. Er sagt, was soll denn das jetzt da? Das ist doch keine Kunst. Und Beckmann sagt, ja, was ist doch die Wahrheit? Das stimmt, das ist doch so. Und der Direktor sagt, ja, aber die Wahrheit hat doch in der Kunst nichts zu suchen. Das soll doch die Leute jetzt aufbauen. Was wollen die jetzt da Schlimmes hören? Die möchten doch jetzt an was anderes denken, ein bisschen ablenken, ein bisschen Spaß. Machen Sie doch mal ein bisschen Spaß. Und Beckmann kann das nicht. Und ein Satz, der mir immer wieder anklingt, wenn ich an dieses Stück denke, ist, der sagt, jetzt machen Sie sich doch erstmal einen Namen und dann kommen Sie wieder zu mir. Und er sagt, ja, aber wie soll ich mir denn einen Namen machen, wenn Sie mir hier keine Chance geben, anzufangen? Ich bin doch Anfänger. Ja, eben, fangen Sie jetzt mal irgendwo an, dann werden Sie mal berühmt und dann kommen Sie wieder, wenn Sie berühmt sind, und dann können wir was gemeinsam machen. Und Beckmann sagt, ja, aber irgendwo muss ein Anfänger doch auch mal anfangen. Und ihm wird diese Möglichkeit des Anfangens verwehrt. Und er wird auch von dieser Station, von diesem Direktor weggeschickt. Und da sind wir beim Thema der Kunst unmittelbar nach dem Krieg. Wie war denn die Kunstszene aufgestellt in der Zeit? Es gibt hier einen Bruch, ganz klar. Deutschland ist jetzt besetzt und es gibt vor allem in der US-amerikanischen Zone einfach den Versuch einer Entnazifizierung und einer Umerziehung. Re-Education ist das Stichwort und die Kunst spielt hier eine ganz große Rolle. Und das heißt, Künstler, die zuvor im nationalsozialistischen Regime sich an Propagandaarbeit beteiligt haben, die also für das Regime oder im Einklang mit der Ideologie des Regimes geschrieben, gearbeitet haben,
Die müssen jetzt erst einen Nachweis erbringen, dass sie entnazifiziert sind, und sonst kriegen sie keine Möglichkeit mehr, überhaupt ihrer Arbeit nachzugehen. Dasselbe gilt auch für Medien und so weiter. Dahinter steckt natürlich die Idee, dass man jetzt mit den Traditionen dieses faschistischen Deutschlands brechen möchte und dass die Kunst, die ja eben eine große Rolle gespielt hatte als moralischer Unterbau in der Ideologie des Dritten Reiches, dass die jetzt eben gestoppt wird 1945. Und dann muss man sich jetzt, das gilt gerade für Borchardt auch, als junger Künstler oder junge Künstlerin, eine neue Referenzkultur suchen, und die, das ist naheliegend, ist dann die US-amerikanische. Mhm. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Szene des Stücks. Beckmann weiß jetzt nicht mehr, wo er hingehen soll, aber es fällt ihm noch eine letzte Möglichkeit ein. Interessanterweise kommt diese Möglichkeit als letztes, denn man möchte glauben, das würde einem als erstes einfallen, aber das hat natürlich auch mit einer gewissen dramatischen Spannung zu tun. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Beckmann versucht, seine Eltern zu besuchen, nachdem er alle die anderen Stationen durchlaufen hat. Und er geht also zur Wohnung seiner Eltern und findet sie nicht mehr dort vor, nur eine Frau Kramer, die da wohnt. Und die erzählt ihm dann, ja, die Eltern, die sind nicht mehr da, denn die haben sich quasi selbst entnazifiziert. Das heißt, die Eltern haben sich umgebracht, die Eltern haben sich selbst vergast. Und dann ist die Frage, warum wurde der Oberst nicht entnazifiziert? Warum wohnt er da mit seiner Familie und hat offensichtlich keine Probleme? Also die Idee der Entnazifizierung sah so aus, dass eben Menschen mit einer nationalsozialistischen Vergangenheit zuerst diese Vergangenheit untersucht werden sollte von US-amerikanischen Beamten. Und wenn man zum Schluss kam, dass die eine maßgebliche Rolle gespielt hatten in der Verbreitung von Propaganda, dann wurden sie mit einem bestimmten eben entweder Publikationsverbot, Aufführungsverbot, Auftrittsverbot belegt für eine gewisse Zeit. Ab 1947 mit dem sich abzeichnenden Kalten Krieg sind die US-amerikanischen Besatzungstruppen dann auch nicht mehr so genau und dann im Kampf gegen den gemeinsamen neuen Feind Kommunismus, Sowjetkommunismus, nimmt man das dann auch nicht mehr so genau, und die Entnazifizierung kann nicht verhindern, dass doch Menschen, die im sogenannten Dritten Reich mittlere und auch hohe Positionen besetzt hatten und einflussreich waren, dass die trotzdem danach in Wirtschaft und anderen Bereichen, selbst in der Politik, Stichwort in der FDP zum Beispiel, Unterschlupf finden und dort wieder weitermachen. Ihre Karrieren weiterführen, wieder Oberst in diesem Stück. Ja, und dann kommen wir zum Schluss von draußen vor der Tür. Beckmann sieht nochmal alle die Figuren an sich vorbeiziehen, mit denen er zu tun hatte, die alle mit ihm letzten Endes nichts zu tun haben wollen, außer das Mädchen, das auch nochmal kommt. Aber mit dem Mädchen kommt eben auch zugleich der Einbeinige wieder in sein Bewusstsein, und er kann mit dem Mädchen nichts Neues anfangen, weil er immer diesen Einbeinigen vor Augen hat, der ihm jetzt auch noch vorwirft, deinetwegen habe ich mich umgebracht, du bist schuld an meinem Tod. Und auch das kann er nicht auf sich nehmen. Und er ist am Ende ganz allein. Und er ruft nach dem anderen, der am Anfang des Stücks ja da war und immer wieder aufgetaucht ist. Aber dieser andere schweigt jetzt. Und auch Gott schweigt und ist nicht mehr da. Und er ruft hinaus, was soll das alles? Was ist denn mit dem Leben? Wie soll ich denn jetzt weitermachen? Wie soll es denn jetzt weitergehen mit mir? Und er steht ja stellvertretend für seine ganze Generation. Und der Schrei ganz am Ende dieses Stücks, der geht wirklich durch Mark und Bein, wo er da ruft, ja, gibt denn keiner Antwort? Und Borchardt selbst hat über dieses Stück gesagt, die Antwort gibt es nicht, beziehungsweise die Antwort ist das Leben selbst. Das Leben selbst ist die Antwort. Eben dieses irgendwie weitermachen, ohne zu wissen, wie das gehen soll, ohne einen Plan zu haben. Einfach von einem Tag auf den anderen, und dann ergibt es sich, aber es gibt jetzt keinen Leitfaden, wie man sich durch das Leben hangeln kann. Das ist hier der Schluss. Und vielleicht sagen wir noch was zu dem Stück an sich. Borchardt hat es zwischen 1946 und 1947 geschrieben, angeblich innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb von 8 Tagen. Es wurde dann zuerst als Hörspiel aufgeführt. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die große neue Kunstform, in der sich eigentlich fast alle aufstrebenden Schriftsteller auch
ein bisschen versucht haben, genau. Und es wurde dann ein sehr großer Erfolg. Diesen Erfolg hat Borchardt vom Krankenbett aus miterlebt. Er war schwer krank, schon während des Krieges, und ist dann in der Schweiz gewesen, in Basel im Krankenhaus, in der Hoffnung, dort zu genesen, aber stattdessen ging es ihm dort immer schlechter. Er hat seinen Erfolg zwar noch miterlebt, den Erfolg seines Stücks, und es wurde dann auch eine Aufführung geplant, aber am Tag vor der Premiere seines Stücks ist Wolfgang Borchardt dann verstorben. Er hat die positive Resonanz zu seinem Hörspiel noch miterlebt und konnte Hoffnung schöpfen, dass er jetzt vielleicht starten kann, als Schriftsteller aufbrechen kann. Aber ähnlich wie sein Beckmann findet er letzten Endes nicht mehr zurück in die Gesellschaft, nicht mehr zurück in einen Zustand des Friedens, in einen Zustand der Normalität, das ist ihm verwehrt geblieben. Draußen vor der Tür ist bis heute ein Stück, das uns aufwühlt, das uns bewegt, das uns auch heute nach so langer Zeit nicht kalt lässt. Was verbindest du mit dem Stück? Dieses Stück bringt nicht nur die Atmosphäre vom Nachkriegsdeutschland treffend auf den Punkt. Ich lese es, oder wenn ich sehe, interpretiere ich es immer auch als ein Stück über Krieg und durch Krieg zerstörte Gesellschaften und zerstörte Menschen. Ja, also wenn ihr die Gelegenheit habt, das Stück mal zu lesen oder anzuschauen, bitte nutzt diese Gelegenheit. Draußen vor der Tür ein Stück, das in vielerlei Hinsicht ein junges, ein kraftvolles Stück ist, bis heute von einem Autor, dessen Stimme zu früh verstummt ist, aber die uns viel zu sagen hat.